Wie gefällt dir der erste Anblick des Schwanensees? Wir haben alles dabei. Ja. Das ist, einige haben sich schon schlafen gelegt, aber fangen wir rechts an. Also es geht in dieser Aufgabe ja um Eleganz, um Filigranität, verschiedene Techniken und sollten auf jeden Fall 6 Stück sein. Dann fangen wir doch damit mal an. Wir haben auf jeden Fall 6 Exemplare da stehen, sind auch relativ identisch. Was sagst du zu den Hälsen? Die Hälse sind alle relativ gleichmäßig. Was mir auffällt, sind so die Flügel, die stehen so ein bisschen sehr weit nach oben. Als wenn sie gleich losfliegen wollen, als wenn sie flüchten. Ja, genau, aufgeschreckt. Allerdings der Körper, da soll man ja quasi einmal ansetzen mit Druck, Druck lösen und dann bekommt man so eine ganz elegante Spitze. Diese elegante Spitze vermisse ich hier so etwas. Was mir aber unten drunter sehr, sehr gut gefällt, ist das tatsächlich mit dem Brandteig. Er ist schön hochgekommen, die Krokolinkruste hat auch herrlich funktioniert. Also ich habe hier nur sehr wenig Füllung drin, eigentlich gar keine Füllung. Ich habe sehr viel Füllung. Darf ich dir eine Hälfte klauen? Na klar. Also kommt man natürlich bei Partys ins Gespräch, wenn einer eine Füllung hat, der andere nicht und man probiert dann zu tauschen. Es sollte aber trotzdem so sein, dass natürlich immer jedes Exemplar gefüllt ist. Also interessant für mich festzustellen ist, dass die Chantilly 2 verschiedene Konsistenzen hat. Einmal obendrauf ist sie sehr, sehr fest. Es ist jetzt nicht unangenehm zu essen, aber es ist natürlich schon so, dass sie eigentlich für mich persönlich hätte anders sein müssen vom Schmelz. Innen drin hat sie eigentlich für mich tatsächlich eine traumhaft schöne, cremige Konsistenz. Und was super schön gelungen ist, ist tatsächlich der Brandteig zusammen mit der Croquembouillon-Kruste. Ich habe die ganze Zeit den Crunch dabei, er ist schön luftig. Du hast eine große Kammer. Kuvertüre. Ich habe diesen Knacken, das ist immer ein Zeichen, dass es gut temperiert ist. Das hat also auf jeden Fall funktioniert hier. Bei diesen 6 Exemplaren, das kann man auch hier sehen, 3 mit dem Kopf nach oben, 3, die hier hinten schon schlafen. Ist vermutlich dann auch ein Zeichen, dass es nicht hundertprozentig temperiert worden ist, weil sonst würde der Kopf ja eigentlich sehr stabil nach oben stehen. Auch hier die Flügel. Bei diesem Exemplar sehen sie schön aus. Hier hinten wird es dann wirklich etwas wild. Und auch hier ist zu sehen, dass diese Körper nicht richtig aufgespritzt worden sind. Hier hat man 2 Wulste. Es ist ein bisschen dezenter mit Puderzucker bestäubt, aber die Backfarbe obendrauf, goldgelb, so sollte es letztendlich auch sein. Sie sind schön nach oben gekommen, man kann die Croquembouillon-Kruste sehen. Auch das hat herrlich funktioniert. Müssen wir meinen auch aufschneiden? Ihr könnt es wirklich sehen, da ist keine Füllung drin. Ja. Christian kriegt immer die mit Füllung. Ich sollte heute vielleicht noch Lotto spielen. Also ich habe schon Füllung drin, aber es hätte ein bisschen mehr sein dürfen. Was sagst du zum Teig? Der gefällt mir gut. Also er ist an sich auch stabil, nicht nur durch die Kruste oben drauf. Auch die hat einen schönen Biss, finde ich. Mhm. Oben auch hier wieder die Creme ein Tick fester. Was hervorzuheben ist für mich wieder die Konsistenz der Chantilly, die innen drin ist. Auch schön Schmelz. Oben drauf, gebe ich dir vollkommen recht, ein kleines bisschen zu fest. Und dass natürlich 3 da vorne wegschwimmen und den Kopf nach oben haben und die anderen 3 sich pennen gelegt haben, ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache gewesen. Hier fehlt tatsächlich ein Kopf. Ansonsten hier der Kopf wieder umgeknickt. Die Flügel gleichmäßig, allerdings dann die beiden Exemplare auch wieder verkehrt rum angesetzt. Darauf müsst ihr dann halt auch achten, dass die Spitzen nach oben gehen.
glaube, die kamen schon ganz schön in Zeitdruck. Hier ist kein Puderzucker drauf, aber es ist eine schön gleichmäßige Backfarbe. Es ist auch schön hochgekommen, das Gebäck. Bei der Chantilly fällt mir auf, die hat einen sehr, sehr schönen Glanz obendrauf. Schon gar nicht so schlecht. Darf ich mir wieder eine aussuchen? Du darfst dir eine aussuchen. Ja. Das wäre lustig, wenn jetzt nichts mehr wäre. Ihr verarscht mich doch, oder? Nein! Warte. Christian wieder bestimmt. Das. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ein bisschen würde ich unterschreiben. Dann essen wir den so. Ja. Zum Gebäck selber. Außen, die Kruste ist wirklich schön knusprig. Auch der Brandteig ist gut gebacken, er ist durchgebacken. Die Kuvertüre ist einfach nicht auf den Punkt temperiert. Der Schmelz, die Cremigkeit, der Chantilly, der ist oben optimal. Aber es muss auch der Körper damit gefüllt werden. Sie sind fast identisch. Alle Köpfe stehen. Die Flügel sind jetzt ein bisschen anders angesetzt. Überlegst du? Also wenn ich eine Schablone habe, die Kuvertüre oder das Ganze aussteche. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Dann habe ich eine scharfe Kante. Ja. Und wenn ich mir jetzt diese Flügel angucke, habe ich keine scharfe Kante. Und die sind sehr unterschiedlich groß. Deswegen habe ich gerade etwas irritiert geguckt. Vielleicht hat man es von Hand pressiert. Aber es ist gleichmäßig. Die Köpfe stehen alle schön nach oben. Man sieht die Creme unten drunter. Man sieht natürlich auch so ein bisschen noch die Backfarbe. Und man kann auch sehen, dass diese Art und Weise, wie der Körper aufgespritzt werden sollte, berücksichtigt wurde. Betty, Betty, Betty. Ja. Yeah. Perfekt gefüllt. Also die ganze Kammer ist wirklich traumhaft. Wow. Auch meiner traumhaft gefüllt. Die Chantilly hat einen schönen Schmelz, der Brandteig ist herrlich gebacken, du hast dieses Knacken von der Croquant-Kruste und selbst das Temperieren der Schokolade hat hier wirklich hervorragend funktioniert. Und sowohl die Füllung innen drin als auch obendrauf haben fast die gleichen Konsistenzen. Wieder ganz andere Schwäne, deutlich kleiner, aber gleichmäßig. Backfarbe ist für mich in Ordnung. Die sind herrlich gleichmäßig. Der Hals ist wirklich richtig dünn gearbeitet. Da hätte man vielleicht mit der einen oder anderen ruhigeren Hand vielleicht noch. Nee, ihm fehlt so dieser typische Gegenschwung. Also wenn ich den Kopf habe, so, was so ein bisschen wie so ein Fragezeichen ja geformt ist. Dadurch wirkt er halt so sehr steif und gerade. Was beim Brandteig mir sehr gut gefällt, ist tatsächlich, er ist richtig schön nach oben gekommen. Eine wunderschöne Backfarbe. So soll es sein. Sehr gut gefüllt, ganze Kammer ist ausgefüllt. Dann geht's ans Probieren. Ich habe einen wunderschönen Schmelz, genauso soll es sein. Ich habe natürlich die Brandteigmasse, ich habe das Knacken von der Croquant-Kruste. Also ihr hört das richtig, wenn man drauf beißt, die Kuvertüre knackt. Cremeshahn drin und draußen auch hier fast die gleiche Konsistenz. Und von den rein handwerklichen Steps ist das schon wirklich richtig gut. Das war eine amüsante Verkostung. Ich bin jetzt gespannt auf die Punkte. Ihr wahrscheinlich auch. Ihr dürft euch gerne beraten. Und ein Schwanensee, mit dem du zufrieden bist? Es sind keine Schwäne. Die Gleichmäßigkeit ist auch nicht gegeben. Und als Topping fehlt dann tatsächlich auch immer noch der Puderzucker. Wenn das dann so komische, schlafende Schwäne, die ungefüllt sind. Also, ja, kacke. Halten wir fest, die drei sind nicht gefüllt.
Ja, komisch, ne? Also, weil ich habe sie ja extra umgedreht, habe genau abgezählt. Das ist natürlich so ärgerlich. Dann hast du 6 Stück und dann nehmen sie genau den einen, wo aus Zufall mal nichts drin war. Ey, boah! Vielleicht hat jemand ausgetauscht. Wo man zum Beispiel Interpretationsspielraum hat, ist das Aufdressieren der Flügel. Meine Flügel, finde ich, sind mir sehr gelungen, auch wenn ich es anders gemacht habe, als es im Rezept stand. Ich finde es halt schwierig, wenn du sagst, Ausstecher benutzen und es wird kein Ausstecher benutzt. Wichtig war mir einfach nur, dass die Präsentation wirklich extrem gleichmäßig ist. Und das ist bei denen zum Beispiel wunderbar gelungen. Überraschung, was ist hier los? Die Bewertung ist super ausgefallen. Ich freue mich total. Ich war total perplex. Schwäne richtig platzieren, das können natürlich nur Vogeltrainer oder aber unsere Jury. Beginnt mit Platz 5. Und der 5. Platz mit 7 Punkten ist hier. Hey, 7 ist meine Glückszahl. Faisal, ja. Schwäne sind sterbende Schwäne. Der Brandteich und die Kruste sind dir hervorragend gelungen. Allerdings, mein Exemplar war halt nicht gefüllt. Also bist du angeschnitten, das dachte ich so, ey, alles super. Der 4. Platz. Mit 9 Punkten ist gleich daneben. Krämpf! Jenny, 3 Schwäne waren stolze Schwäne. Die anderen 3 Schwäne haben sich schon mal schlafen gelegt. Also so weiße Schokolade ist wirklich eine Zicke. Ich fühle dich volle Kanne. Du fühlst mich? Ja, das tut richtig weh. Bruder. Auch, ja, ey, ekelhaft. Das tut richtig weh. Der 3. Platz. Mit 10 Punkten steht jetzt gleich daneben. Detlef, das Temperieren hat bei dir deutlich besser funktioniert. Kannst du dir das Nicht-Füllen erklären? Alle anderen sind wahrscheinlich komplett voll gefüllt und der eine hat nicht. Betty, so wirklich? What? It is like it is. Ich kann euch 3 sagen, lustigerweise habe ich irgendwie ein Händchen dafür, tatsächlich immer die zu erwischen, die irgendwie gerade nicht funktioniert haben. Kommen wir zu Platz 2. Der befindet sich hier. Das bin ausnahmsweise mal ich. Ja, Sarah, herzlichen Glückwunsch. Danke. Platz 2, 16 Punkte hast du von uns bekommen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, was ist mit den Flügeln? Sind sie aufdressiert oder sind sie ausgestochen? Ich bin nämlich verzweifelt. Ich konnte sie nicht ausstechen. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt nehme ich einfach den Spitzbeutel, weil das mit den Hälsen so gut funktioniert hat und habe die einfach gemalt. Kommen wir zu Platz 1. Der befindet sich hier. We can be the champions. We can own the night. Danke, danke, danke. Natalia, 19 stolze Punkte. Wow, wow. Die einzige Kleinigkeit, die man auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern kann, ist auf jeden Fall, dass die Hälse noch ein bisschen exakter gespritzt werden. Das du ist hast das genau richtig gesagt, ich habe so gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke.